Der älteste Trick der Welt. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, ein uraltes Video von mir. Und der älteste Trick der Welt ist der Knappheitseffekt. Den anzuwenden, nämlich Menschen wollen das, was andere Menschen wollen und was knapp ist. Das ist einfach so. Berühmtes Experiment mit Keksen. Einen großen Behälter mit Keksenleuten vorgesetzt. Und wie findet ihr die Kekse? Ja, ganz gut. Der anderen Gruppe hat man den gleichen Behälter mit den gleichen Keksen, aber nur zwei waren drin, vorgesetzt und gefragt, wie findet ihr die? Ah ja, nur zwei übrig. Und wir haben gesagt, die anderen wollten alle wegfressen. Wir konnten die gerade mal so retten. Und siehe da, auf einmal wurden diese Kekse viel, viel besser bewertet. Warum? Weil Menschen wollen das, was andere Menschen wollen und was knapp ist. So sind wir einfach gestrickt, aus gutem Grund. Ich meine, früher, keine Ahnung, wurde irgendwie ein Drache oder ein Dinosaurier erlegt, dann wollte man schnell Fleisch, alles in eine Richtung gerannt, gab es was zu beißen. Hat auch seinen Sinn. Mir hat einer erzählt, der in der DDR aufgewachsen ist. Manchmal ist er die Straße entlang gelatscht und auf einmal war da eine Schlange von Menschen. Weiß auch, eine Schlange, und man hat sich einfach angestellt. Weil meistens tatsächlich gab es dann auch irgendwas. Bananen, Orangen, was auch immer. Manchmal auch nicht. Und dann hat man zwei Stunden umsonst da gestanden. In der Regel stimmt es ja. Menschen wollen ja auch etwas aus einem bestimmten Grund. Aber wir können natürlich einen kleinen Mindhack anwenden. Wir können das nutzen. Wie nutzen wir das? Naja, in der Verhandlung nutzen wir es ganz hervorragend, indem wir den Eindruck erwecken, dass das, was wir haben, sehr gefragt ist. Dass das, was wir haben, sehr viele Interessenten hat. Und es kann auch ich selber sein. Ja? Auch ich selbst kann sein, wenn ich mich irgendwo bewerbe. Das Letzte, was ich sage, ist, dass ich mich nur bei Ihnen beworben habe, weil dann sehe ich ja überhaupt nicht gefragt aus. Ich muss sozusagen eine warme Semmel sein. Mein Produkt eine warme Semmel, ich eine warme Semmel. Was bist du? Eine warme Semmel. Ja. Ich mache mich jetzt zum Motivationstrainer langsam. Das ist jetzt der erste Schritt. Also, das heißt, egal was du hast, egal was du eben dem anderen anbietest, erwecke den Eindruck, dass es viele wollen. Du gehst auf ein Bewerbungsgespräch und die fragen dich, haben sie sich woanders beworben, sagen sie selbstverständlich. Sie haben ja auch andere Kandidaten. Ich würde wahnsinnig gerne bei Ihnen arbeiten, aber natürlich, ich habe morgen auch ein Gespräch, ein drittes über Skype und übermorgen muss ich irgendwo hinfahren, wenn es natürlich so ist. Ja, das ist wichtig. Ich kann natürlich auch vage bluffen. Ich empfehle Bluffs immer nur sehr, sehr vage zu halten nach dem Motto, ja, ich schaue mich natürlich anderweitig um. Also so konkreter würde ich da nicht sein. Aber wichtig ist, dass egal ob du es bist, egal ob du einen Kredit brauchst, Banken leben davon, Kredite zu geben, kannst du auch sagen, ja, ich komme gerade hier von Ihren Kollegen mit dem roten S, aber ich wollte Ihnen jetzt auch mal eine Chance geben, obwohl ich da lange Kunde bin. Zeigen Sie mal, was Sie haben. Und das ist eben das A und O, dass ich meinen Verhandlungsgegenstand, ob ich das bin, auch wenn ich eben Kredit will und wenn ich etwas habe, ein Produkt habe, dann natürlich erst recht, ja, dann natürlich erst recht, den Eindruck zu erwecken. Also wenn ich zum Beispiel dem Vertrieb oder auch dem Einkauf gegenüber sitze, ich bin der, sagen wir mal, ich bin der Vertriebler, sage ich, ja, wir sind ganz überrascht, was für eine Nachfrage in Ihrer Industrie herrscht. Das ist ja verrückt, das ist ja ein richtiges Haifischbecken. Ist ja Wahnsinn, ja. Also, dass Sie da noch überhaupt einkaufen können, ganz relaxed, ist ja verblüfft. Wir sind alle verblüfft, ja. Sowas haben wir nicht gesehen. Und umgekehrt natürlich, wenn ich Einkäufer bin, sage ich dem Vertriebler, ja, Wahnsinn, wir wurden mit Angeboten überschüttet, das ist wirklich verrückt. Also, und es klingt ja so einfach und es klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Ganz oft passiert das Gegenteil. Wie oft sitze ich in Verhandlungen und ich höre, wie einer sagt, wir wollen nur mit Ihnen arbeiten, Ihr Konkurrent ist scheiße, ja. Nur Sie, wir wollen nur Sie oder ich habe mich nur hier beworben. Grobe Fehler. Also, denk daran, der älteste Trick der Welt ist der Knappheitseffekt. Warum? Menschen wollen das, was andere Menschen wollen und was knapp ist. Wenn dieses Video gefallen hat, abonniere den Kanal und gerne Fragen in die Kommentare.